Moin, mein Name ist Martin. Wir sprechen heute über Midnight Protocol. Das kommt aus dem Hause Iceberg Interactive und ist ein Text-Adventure. Na, sowas hatten wir schon länger nicht mehr. Hat natürlich eine hervorragende grafische Oberfläche, aber letztendlich geht es darum, Kommandozeilen in eine Konsole zu hacken. Denn Hacken, da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Es geht um Hacking letztendlich. Und darum, dass wir als Ex-Knacki versuchen zu schauen, welche Richtung wir einschlagen können, um herauszufinden, wer uns bei der Polizei verpfiffen hat. Und das Spiel hat mehrere Metaebenen. Das heißt, es spielt auch an verschiedenen Tagen. Soll halt sein, wenn ich jetzt zum Beispiel mich auslogge und ich logge mich heute wieder ein, kann es passieren, dass ein Story-Element getriggert wird. Und ich praktisch bei dieser Boot-Up-Sequenz, um das Spiel zu laden, interrupted werde und Nachrichten bekomme von einer mysteriösen Person und so weiter und so fort. Und eine weitere Metaebene ist auch, dass Dateien, also Spieldateien, vom Spieler verändert werden sollen. Das heißt, man muss in die Steam-Bibliothek reingehen, die lokalen Dateien untersuchen und dann da rumschnüffeln und schauen, welche davon kann man eigentlich gut gebrauchen, was davon kann man vielleicht verändern und zu seinem Gunsten ändern. In meinem Fall habe ich zum Beispiel mir Programme umgeschrieben, wie zum Beispiel das Cloak-Programm, was meine Präsenz in bestimmten Netzwerken verschleiert. Das ist halt stärker ist. Genauso wie das Dagger-Programm, das sich durch, ich sag's mal, Firewalls bricht. Ne? Und so weiter und so fort. Es ist natürlich keine, ich sag's mal, realistische Darstellung von Hacking. Ne? Ich habe mit einem guten Kollegen gesprochen, der Systemadministration macht, und der hat halt gesagt, wenn du Glück hast, kannst du irgendwann ein paar Monate später sehen, dass irgendjemand mal bei dir rumgeschnüffelt hat. In der Regel wollen die ja auch nichts und wollen halt bei den großen Kooperationen. Large Corporations. Ja, ich denke schon wieder viel zu englisch. Bei großen Firmen natürlich irgendwie entweder Schaden anrichten, weil sie aus idealistischen Gründen dann Hacking betreiben oder letztendlich Software frei zur Verfügung stellen. Gibt's ja auch so solche Piraten, und natürlich auch Sachen encrypten und dann versuchen, Leute zu erpressen. Wie gesagt, ist hier alles, ist das mal gameplay-technisch anders umgesetzt, als es in real wäre. Es macht aber unglaublich Laune. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß, das Spiel zu spielen. Es gibt verschiedene Arten von Situationen, in die man reinkommt. Ne? Es gibt dann den sogenannten Cloak. Alles ist immer auf Zeit, dass der Trace sich nicht erhöht. Wenn man den Cloak halt entsprechend modifiziert, kann man halt auch unendlich lange für bestimmte Level brauchen und sich in Anführungsstrichen genauer umschauen. Man kann sein eigenes Deck an Programmen verändern. Das halt soll heißen, man kann nicht immer jedes Programm mitnehmen, was hilfreich ist. Ein Cloak sollte man allerdings immer dabei haben. Manchmal ist zum Beispiel sinnvoll, auch einen Sniffer dabei zu haben, der verschiedene Firewalls oder Programme, die halt bestimmte eigene Programme ausschalten, aufspüren kann. Es ist sinnvoll, zum Beispiel herzugehen und einen Dagger dabei zu haben, um halt einen Dagger oder zum Beispiel einen Tunnel, um durch verschiedene Sachen durchzukommen, indem man sie entweder angreift oder halt einfach ignoriert und außenrum geht. Interessant wird es dann natürlich auch, wenn es um das Hacking und Gegenhacking geht. Es gibt dann auch sogenannte SysOps, die einen dann innerhalb dieser Netzwerke jagen. Die fand ich bisher noch nicht so krass, dass man sie nicht hätte schaffen können. Man muss aber vielleicht das ein oder andere Mal ein Rollback machen, das heißt das Level neu starten, um einfach erstmal ein Gefühl für das Level zu bekommen. Und was mich hier am meisten gestört hat, ist, es gibt zwar eine Map des Levels, allerdings zeigt diese Map nicht alle Informationen oder alle relevanten Informationen an. Entsprechend, wie gesagt, ich habe schon 8 Stunden reingesteckt. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Stunden reinstecken, um das Spiel zu Ende zu spielen, weil die Story einfach auch cool ist. Und wenn ihr da gerne Bock drauf habt, es gibt eine kostenlose Demo, die ist natürlich unten auch verlinkt auf der Steam-Seite entsprechend. Und entsprechend gönnt euch, schaut da einfach mal rein, guckt, ob das was für euch ist. Ansonsten 15 Euro ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich werde jetzt weiter zocken gehen und bedanke mich ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe natürlich, ihr konntet euch was mitgeben. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim Stream und macht's gut. Bis dahin, haut rein. We'll be right back.